Jan und Hein und Exido, die haben Werte. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich lieber wieder auf die Palme zurückgreifen. Was soll das? Weißt du noch, die Palme? Ja. Ach ja. So, hast du das schon, ja, ne? Ah, ja. Ah, Catriel. Sie kennen mich offensichtlich schon ziemlich gut. Es war eigentlich ganz logisch. Jetzt steht das. Ja. Der ganze Text da drin. Ja, bei Kira wusste ich, dass sie das auch auswendig kennt. Die hört das, glaube ich, im Auto manchmal. Sagte sie. Was das? Was war es? Na, dass wir sie gut kennen. Ach so, ja. Ich dachte es mir schon, als wir das Büro der Bürgermeisterin betraten. Wirklich? Ey, wirklich? 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 Mir sind da keine eindeutigen Indizien oder dergleichen aufgefallen. Als ich dann sah, dass das Büro leer ist, war ich mir sicher. Sie waren sich sicher? Also hat das nichts mit Logik zu tun, es war einfach nur Instinkt. Sie geben mir sicher recht, Herr Inspektor, dass Instinkt und Eingebung wichtige Werkzeuge jedes Ermittlers sind. Beste Autofahrmusik ist immer, wenn man selber singt, finde ich. Ich bin da immer sehr speziell. Ja, ich krieg das auch hin. Also wenn ich im Auto bin und keine Musik läuft, dann schaffe ich das auch da mal Konzert zu geben. Nee, ich bin da immer verantwortlich für die Musik und nutze das sehr gerne aus. Und wenn ich genug Datenvolumen habe, spiele ich eine spezielle Playlist. Ja, willst du mal mein Handy mitnehmen? Dann hast du ganz viel Datenvolumen. Kann ich machen. Ich hab mal irgendwie für den nächsten Monat, und ich weiß nicht, wie ich es leer kriegen soll, 100 GB spendiert bekommen. Ich hab davon noch 98 übrig. Du, wenn ich über weitere Inferno-Goldspot machen könnte, würde ich Verwendung dafür finden. Ich muss die wirklich leer kriegen, damit Vodafone weiß, es gibt tatsächlich... Ja. Das, es wollen Leute tatsächlich das und nutzen das auch aus, aber ich krieg's nicht leer. Genau, ich muss ein Zeichen setzen. Und genau deshalb sind sie wahrscheinlich so gut in dem, was sie tun, Catria. Ihre Intuition ist unübertroffen. Ja! Ah! Das Blümchen ist mein... Kindheit. Was? Blümchen? Ja! Wo denn? Wo Blümchen. Stand das? Nein, wo stand das? Beste Auto-Musik ist Blümchen. Steht doch nirgends doch. Blümchen. Da! Wo steht denn Blümchen? Ach, da. Ach so, da. Da drunter. Ja, jetzt sehe ich es auch. Okay. Lass mich meine Schwester, aber der Vater hatte Blümchen. Ja. Ich hab's sehr viel. Die alte Blümchen oder die neue, wie hieß sie dann mit richtigen Namen? Die alte. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die eigentlich hieß. Oder wie die dann später auch hieß. Nee, bei mir würde dann Disney-Musik hoch und runter laufen im Auto. Pip, Pip, Pip. Ja, ja. Danke, Pip. Sehen Sie, Inspektor? Na gut. Also, was machen Sie denn hier draußen auf dem Balkon, Pip? Oh, ich hatte gerade über etwas nachgedacht und brauchte einen Tapetenwechsel. Und eigentlich wollte ich springen. Die Sache ist knifflig. Möchten Sie mir vielleicht dabei helfen? Natürlich! Und diesmal kriege ich einen Punkt. Nein. Alleine. Oh. Mysteriöse irgendwas. Monate. Von links nach rechts haben wir die Personen A, B und C. Zu viele Buchstaben. Finde heraus, in welchem Monat sie jeweils geboren sind. Dabei helfen dir ihre Aussagen. C wurde 2 Monate nach mir geboren, sagt A. A und mich trennen 6 Monate, sagt B. C sagt, B wurde in dem Monat geboren, dessen Zahl 3-mal so groß ist wie die meines Geburtsmonats. Okay, 1 für Januar, 2 für Februar und so weiter. Okay. Ich mach mal Notizen. Was sagen die nochmal alle? Na, okay.
Ich mach das jetzt wahrscheinlich, ach so, ja, nee, ich mach das nicht mit Mathe. Oh, ich hatte es auch. Nicht? Warte. Hab ich mich wieder vertan? Nur weil ich mal so schnell sein will. Vor allem, ich hab mittendrin das irgendwie, warte mal. Das Ding ist, ich komme da durcheinander mit den ganzen A's und B's und C's. Also, B wurde in dem Monat geboren, dessen Zahl dreimal so groß ist. Sagen wir, gehen wir mal davon aus. Wenn das also jetzt. Daran habe ich mich halt das, orientiert. Genau. Aber C wurde ja zwei Monate nach A geboren und nicht A zwei Monate nach C. Oh Mann. Ja, das bringt mich alles so durcheinander. Aber das mit 12 kann es nicht stimmen. Dann probiere ich es mal anders. So. Es kann auch nicht hinhauen, wenn es dann. Auch. Ist ja gut. Du freust dich dann auch immer. Ja. Dann auf. Ja. Darfst du. Da gönn ich mir ein Stück Schokolade. Meine Schokolade, die ich dir gerne zur Verfügung stelle. Danke. Okay, so nochmal. Also mit der 9 und der 3 geht's auch nicht, weil dann hätte A ja theoretisch eine 1. Also. Warte mal. Wenn. Ja, klar. Es ging doch so. Ich hab das mal mittendrin durchgespielt, bin dabei aber so verwirrt gewesen durch diese ganze Zahlereien. Das ist, ja, also, klar. Deswegen wollte ich es auch nicht mit Mathe lösen dann, in der Notizfunktion, weil ich mir da dachte, es könnte ja so. So, und B ist jetzt die 6, weil C ist 2, also 6, das ist 12. Hätte ich es aber mit der Notizfunktion, nee, hätte ich auch nicht so. Also ich habe es halt einfach mit Ausprobieren gemacht, mit Vierfachen von 3. Ja, ich hab's halt auch, hätte ich auch so machen können, beziehungsweise habe ich auch also so gemacht, aber ich bin halt verwirrt mal, worden durch die. Ich bin halt erstmal bei 12 gewesen, dann habe ich, okay, 12 nicht, dann hatte ich 3. Heute wohl und dann habe ich halt 6 probiert und dann hat 6 halt nicht. Ja, na jedenfalls, ich finde das, ja. Ich find's auf jeden Fall. Ah, das war ist so. Aber wenigstens ein gutes Rätsel. Nein, nicht mit Zeitdruck. Da wir machen sowas das nie Rätsel wieder. Nicht auf. Ich finde, das mache ich nie wieder, weil das nimmt's einfach irgendwie raus aus dem. Also mir gibt's nicht irgendwie den zusätzlichen Gewinn. Eher so ein Druck, dass man die Rätsel schnell schaffen muss. Das mag ich nicht mehr. Wir können auch aufhören. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber falls nochmal ein Teil kommt, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wieso geht es trotzdem in Ruhe an?
Ja, ich kann es nicht in Ruhe angehen lassen, weil ich bin ein sehr gemütlicher Typ. Ich muss mir da so viel Zeit lassen. Ja, eben, ich lasse mir auch beziehungsweise Zeit. Beziehungsweise ich will eigentlich lieber ein weiß ich nicht, ein total sicheres Ergebnis, anstatt hetzen zu müssen. Und das kostet halt mehr Zeit als durchschnittlich, finde ich, bei mir. Jedenfalls weiter. So geht das also. Also darauf wäre ich nie gekommen. Danke sehr. Und ich auf das Umschalten, nicht wenn der Chat nichts gesagt hätte. Oh, nicht der Rede wert. Jetzt kann ich mich wieder an die Papiere setzen. Wie ich sehe, sind Sie fleißig bei der Arbeit, obwohl heute ein Feiertag ist. Oh, das ist eigentlich keine Arbeit. Mir macht das Spaß, solche Dokumente durchzulesen. Ja. Pip, Sie können ehrlich sein. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Na, Sie arbeiten doch auch alle, obwohl es Godwin's Day ist. Leute, die mich einfach nur so besuchen, sind selten so lange Gesichter. Oh, also, Es ist so, dass die Frau von Inspektor Hastings heute Geburtstag hat. Aber wegen des Feiertages findet er keinen Laden, der offen hat, und deshalb kann er auch kein Geschenk kaufen. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber ich hatte so viel zu tun, dass ich es einfach vergessen habe. Sie haben Ihren Geburtstag vergessen! Schämen Sie sich! Der ist doch nur einmal im Jahr! Geburtstage sind doch so wichtig! Die sind einmal im Jahr! Die sind nicht einmal im Leben! Also, die sind mehr als einmal im Leben. 24.3. Danke. Du weißt schon, dass das jetzt öffentlich ist. Mir doch, scheißegal. Die wissen, an welchem Tag ich Geburtstag habe. Sie hätten es vielleicht nicht gewusst, hättest du es nochmal genau so gesagt, dass es das ist, was ich als Datum... Aber das hätte man sich eigentlich denken können. Ja, eben. Also, ja. Ist doch scheißegal. Okay. 26.09. So, ja. Jetzt sind wir quitt. Aber das wussten die meisten wahrscheinlich schon. Hören Sie hier nicht so rum, Mann. An seinen Geburtstag feiern, an seine Ankunft in unserer schönen, wunderschönen Welt. In unserer schönen neuen Welt. Lass mich in Ruhe. Von Aldous Huxley. Lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass diese Zeit zu Ende ist, okay? Feiert man dort eigentlich auch Geburtstag oder ist es dann eher so der Reagenzglastag? Ja, also es ist ja keine richtige Geburt. Nee, Moment. Dekadenz. Nein! Dekantiertag! Ja. Oh Gott, ja, gut. Da müssen wir ein andermal drüber reden. Aha. Also ich meine, ich bin auch traurig, dass die Zeit vorbei ist, aber vor allem ja, also, in der Stadt. Also hier, ja, Kira findet zum Beispiel, ja genau. Ja. Kira findet zum Beispiel auch Geburtstage nicht so wichtig, aber das liegt daran, dass sie älter ist. Dann wird das unwichtiger, vor allem so jenseits der 30. Oh. Nein. Darf ich Nein. nicht? Nein. Nein? Nein. Darf ich es anonymisiert sagen? Nein. Ich kenne da jemanden. Wir wissen das doch jetzt. Das. Okay. Keine Sorge. Ich kann es gerne von dir ausreden, aber nicht. Okay, also. Ich habe ja mir ein neues Handy gekauft, schon vor 2 Monaten. Und es funktioniert immer noch nicht. Ich habe es schon mehrmals in der Werkstatt gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dieses Handy hat eine wunderschöne Funktion in seiner Kamera-App. Und die erkennt Gesichter und zeigt dazu dann an, wie alt die Person ist und welchen Geschlechts. Alter Sack. Ja, ja. Ich habe jetzt mir ein neues WhatsApp-Bild gemacht mit so einem Screenshot davon, welches Alter bei mir angezeigt wurde. Und welches Geschlecht. Und da steht bei mir 14 Jahre. 15, glaube ich, 15? Oder? 15? Ich glaube, es waren 15, ja. 15 Jahre und weiblich. Und das mit Bart. Ich kenne keine 15-Jährige, die einen Bart hat. Ja, Kira, ich zeig's dir später noch. Jedenfalls werde ich jetzt nicht darüber reden, dass wir diesen Test auch mal mit Vinti gemacht haben. Nein.
Deswegen machen wir mal weiter im Text. So, ja. Schöne neue Welt. Ja, Mann. Aus dem Klo. Okay. Ich bin noch nicht bereit, das zu verarbeiten. Und du ja anscheinend auch nicht, was du gesehen hast. Was? Hä? Du hast es doch gesehen. Das war doch bestimmt verstörend. Nein, ich fand's lustig. Wie meine 14 Jahre und weiblich. Ja. Vor allem, vorher war das noch so gewesen, 17 Jahre und männlich wurde auch mal angezeigt. Und da habe ich gesagt, Mensch, damit sind wir doch jetzt, alterstechnisch näher aneinander.